We from 9 to 5. Search for unique odds, designs. We too weak from 9 to 5. Skipping the beats, searching the vibe. We too weak from 9 to 5. Hitting the keys, verse, rhymes. Wie oft trainierst du? So zwischen 3 und 5 Mal die Woche und nie allzu lang. Meistens so 2 Stunden. Aber ich glaube nicht, dass ich deutlich weniger trainiere als andere Boulderer. Ich denke, bei den Felsboulderern liege ich so im Mittelfeld mit meinen 10 bis 14 Stunden. Yo, and it goes like, call me dope, cause I drag real slow. Just a little bit of grow, and my hands lose hold of the day. A J, just the keys and a beat, and I promise as I flow, I will never go to sleep. Cause my mind moves to the fine grooves, and I defer the crap from style real soon. Hell's Kitchen, listed, new quality standard. Try to copy this if you understand it. Dass mir niemand glaubt, dass ich nur 10 Stunden trainiere, genau, habe ich mitbekommen. Aber wenn man sich überlegt, dass man 2 Stunden schon echt ganz schön platt wird innerhalb einer Session und nicht häufiger als 4 Mal die Woche trainiert, dann passt das wahrscheinlich schon. Dann macht man auch 2 Stunden Ausgleichstraining, dehnt ein bisschen oder geht mal laufen und dann komme ich immer noch nicht über 15 Stunden. Also in der direkten Weltcup-Vorbereitung muss ich meistens besonders auf das Ausdauertraining ein bisschen ein Auge werfen, dass ich ab und zu mal 4x4 mache, um die nötige Substanz aufzubauen. Und wenn du dick bist. Weil ich echt dick bin und mich nicht so lange festhalten kann, ja. Ich habe so 1 bis 2 Goes am Tag mit so einer Stunde Pause dazwischen. Also dann kann ich mich auch bis zu 15 Züge lang festhalten. Das ist echt ganz gut, wenn es in einer Runde mal läuft, ich ein paar Boulder mache, schöne Mofo-Varianten finde. Dann denke ich, das ist schon ganz cool, so groß und schwer zu sein. Eigentlich nur groß zu sein. Aber vor allem, wenn ich 1-2 Mal in Nähe, ja, nur kurz vorm Topgriff loslasse, dann denke ich mir, dass, ja, leichtere Kletterei, 5 Minuten vielleicht noch einen zweiten Go hätten. If I was a Nike fit, you'd be a sandal. Niggas go wrong, they need a scandal to prove they strong, but they still don't reach standards. Raise your hands up, but don't raise your hands up. Ja, da mir die Füße ohnehin ziemlich oft kommen, dachte ich, stelle ich die dann gar nicht mehr. Ich glaube, das Boulderhangeln gut für die gesamte Kraft im Oberkörper ist. Also Oberkörperkraft, auch Fingerkraft und natürlich alles, was man beim Hangeln braucht, auch gut für die Spannung. Und ist im Gegensatz zu simplen Einarmigen oder Klimmzugübungen, ist es halt dem Bouldern ein bisschen näher. Man macht halt, hat verschiedene Griffformen, muss schon gucken, wie man den Körper positioniert, wo der Schwerpunkt ist. Und deswegen ist es dem normalen Bouldern eigentlich relativ ähnlich, meiner Meinung nach. Nur, dass man halt ja, ganz andere Kraft aufbringen muss, also besser trainieren kann. Yeah. Yo. 1 for the money, 2 for the dough, 3 for the paper, that's all that I know. Broke with a job, a crook with the cash. You be hoping to God I don't put my foot in your ass. Got my foot on the gas, and I'm running the red. Move this pack in your ass, I just gun your dreads. Never go on the block, like I used to do. Walk on the block, all of my niggas miss the boom, bad rap, whatever. The black leather, match the black Nike Venom. So nice that my wife be in a boot. Body the grape, ain't great, probably break 1/8 of your face off, break north, fake and soft pardon, I hate all of you, punch you in the face, now you able to taste barbecue, hard to do this, I'm doing me, you can do what you do, just don't do it in front of me. Personally, it's nothing personal, send a verse for me, I send a verse to you, clearly it's that. Ich glaube, Campusport-Training ist ziemlich wichtig für mich und ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Zeit, in der ich nur im Campusport bin, schlechterer Kletterer werde, sondern ich werde halt einfach nur stärker, weshalb es für mich dann auch logisch ist, dass ich dann schwerere Boulder hochkomme. Ich bilde mir ab und zu schon ein, dass ich noch Sachen lerne, aber seien wir mal ehrlich, ich weiß nicht, ob das bei vielen Bouldern gerade am Fels dann den Ausschlag gibt. Also ich glaube, dass der Schub, den ich in den letzten Jahren hatte, eher was damit zu tun hat, dass ich stärker geworden bin, als dass ich ein besserer Kletterer geworden bin. Na, mit dem gelben und dem grünen Dachboulder habe ich mir 2 Systemboulder geschraubt. Da habe ich mir Griffe genommen, die ich ganz gerne festhalte. Einmal ein paar ganz coole Leisten und einmal eher offene. Und dann habe ich mir überlegt, wie weit ich die halt auseinanderschrauben kann, sodass ich gerade noch hochkomme. Ja, bei grün einfach ein reiner Festhalteboulder, um ein bisschen Maximalkraft zu trainieren.
Also der schwerste Boulder, den ich je gemacht habe, ist ganz klar der gelbe Dachboulder in Frechen. 20 Sessions über Monate investiert, um irgendwann die Einzelzüge klettern zu können und es dann am Ende zusammenzuhängen. Also ja, das ist mit Abstand der schwerste Boulder, den ich je gemacht habe. Leider am Plastik. Zeit nicht nur in den Bouldern stärker geworden bin, sondern vor allem auch in dem Style, den die Boulder repräsentieren. Der 1.9er ist krass. Der schwerste okay. Wahrscheinlich der schwerste Einzelzug, den ich je gemacht habe. Ja. Und jetzt filmen wir das und jetzt sag mal was für dein Trainingsvideo. Das ist halt... Ja, ist schon weit. Muss ich schon echt schnell anziehen. Ich meine, ich weiß, dass der 1.9er krass ist und ich glaube auch, dass ihn keiner auf der Welt schafft. Aber ich gehe jetzt trotzdem ans Campusboard und angel von einer Leiste, die für mich nicht so gut ist, so weit wie möglich. Und genau das gleiche machst du ja auch manchmal im Training. Also, mal abgesehen von 1.9er gibt es nicht mal eine Übung, über die ich irgendwas sagen wollte. Ich bin dafür, dass wir den Kram weglassen und einfach ein Trainingsvideo machen mit Musik. I'm full of that ambition, Edgar Wallace, and it's nice of you to listen. Searching the vibe, week to week from 9 to 5. Hitting the keys, verse, rhymes, week to week from 9 to 5. Rehearsing for me, inside my mind, week to week.